Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Game of Thrones, dem zurzeit wohl angesagtesten Serienformat. Wir schauen uns jetzt mal an, was das Spiel so auf den Kasten hat. So, und nochmal hallo und willkommen zu Let's Play Game of Thrones. Und ich krieg schon Gänsehaut, wenn ich allein die Musik hier höre. Und ich habe mir gedacht, ich suche mir mal ein Spiel raus, das mehr Spaß macht zuzuschauen, als selber zu spielen. Zumindest habe ich das gehört, dass das Gameplay nicht gerade atemberaubend sein soll, die Story aber unfassbar gut. Und ich würde mal sagen, wir genießen jetzt zusammen die Geschichte von Game of Thrones. Ich bin auch so ein Riesenfan, habe die ersten zwei Staffeln geschaut, überlege mir gerade, ob ich mir eventuell die Bücher noch zuleg. Mal gucken, werde euch da ein paar Hintergrundinfos zu der Serie und zu dem Buch natürlich auch immer mal wieder geben. Und ja, wenn es um die Story geht, bin ich natürlich ruhig, dass wir das alle zusammen mitbekommen. Und ich habe jetzt tierisch Bock drauf und jetzt starten wir auch direkt, genug des Gelabers. Speichergerät auswählen. Okay. Spiel verfügt über eine Autosave-Funktion. Schauen wir mal kurz in der Option, wollen wir was ändern? Ach, eigentlich scheißegal, würde ich jetzt mal sagen. Neues Spiel, auf geht's. Knappe, niedriger Schwierigkeitsgrad auf keinen Fall. Normaler Schwierigkeitsgrad, hoher Schwierigkeitsgrad. Ich sag mal, den normalen Schwierigkeitsgrad nehmen wir mal. Und es geht los. Mit einem Ladebildschirm. Als Skyrim-Spieler ist man ja lange Ladebildschirme gewohnt. Mal gucken, wie lange das hier dauert. Wenn man das Spiel um Throne spielt, gewinnt man oder stirbt man. Nee, oder man stirbt. So rum. A drücken zum Spielen. Das Jahr 298, Westeros, Reich der Sieben Königslande. Die Welt hat sich gewandelt. Das Feuer der Königslinie der Targaryen ist nach Jahrhunderten der Herrschaft über die Sieben Königslande erloschen. Robert Baratheons Rebellion hat die meisten großen Häuser unter einem Banner vereint und damit den Fall der Targaryen herbeigeführt. Daher bestieg er vor 15 Jahren den Eisernen Thron und wurde Lord der Sieben Königslande. Weit entfernt von den Machtspielen und politischen Intrigen, weit im Norden, wo der Winter niemals zu enden scheint, teilt eine Grenze den Kontinent in zwei, die Mauer. Die Nachtwache hütet sie seit Tausenden von Jahren und schützt das Reich um jeden Preis vor Angriffen der Wildlinge und anderen Bedrohungen jenseits der Mauer. Die Gefahr ist allgegenwärtig, die Kälte bitter und der Tod süß für jene, die fallen. Es gibt Zeiten, in denen selbst der tapferste Krieger aufgibt und versucht, der weißen Hölle zu entkommen. Irgendwo südlich der Mauer. Ja, besagte Mauer ist eins der Highlights der Serie, würde ich mal sagen. Die trennt nämlich ja das ganze Land ab von Wildlingen und allen möglichen Kreaturen, die so hinter dieser Mauer leben. Ich wusste, dass er dich schickt, Maus. Verdammter Mormont, du musstest es sein, nicht wahr?
Es ist vorbei, alter Bruder. Du weißt, dass die schwarze Festung auf dich wartet. Tot oder lebendig. Warum lässt du mich nicht entkommen, der alten Zeiten willen? Wir sind doch Brüder. Du hast uns mit deiner Flucht verraten, mein Freund. Es ist meine Pflicht, dich zurückzubringen. Du weißt, es gibt nur einen Weg, die Nachtwache zu verlassen. Tut mir leid, Moss, aber du lässt mir keine Wahl. Oh, verdammt! Sieht so aus, als würden wir den einen Kerl von der Nachtwache hier spielen. Und ja, wer Game of Thrones noch nicht gesehen hat im Fernsehen oder auf DVD, dem würde ich raten, holt das nach. Denn das ist so wirklich eine der geilsten Serien aller Zeiten. Sage ich ohne Untertreibung. Und ja, im Spiel spielen wir, glaube ich, Zetera, wenn mich nicht alles täuscht. Einen haben wir jetzt bereits gesehen. Und jetzt geht's erstmal weiter. Mit einer weiteren Zwischensequenz oder dürfen wir jetzt auch spielen? Oh, okay, Charakter. Mors Westford. Ihr spielt Mors, ein Grenzer der Nachtwache, der militärischen Einheit, die die enorme Mauer beschützen und instand halten soll, die das Reich der Sieben Königslande von der Wildnis im Norden trennt. Ihr werdet von eurer bewegten Vergangenheit gequält. Ihr seid ein Veteran und Held der Rebellion Robert Baratheons, durch die alte Ordnung auf den Kopf gestellt. Durch die alte Ordnung auf den Kopf gestellt wurde. Da geht schon los mit den Versprechern. Damals hintergingt ihr jedoch euren Herrn und musstet infolgedessen eure Familie und eure Heimat zurücklassen, um an der Mauer zu dienen. Weit weg von der wärmenden Liebe eurer Frau und eurer Tochter. Weiter. Okay, jetzt dürfen wir einen Kampfstil anscheinend wählen. Oh, jetzt lesen wir uns das erstmal durch. Also den Lehnsritter. Wer defensiv als offensiv, vorzugte Ausrüstung, Hauptfertigkeit, Fertigkeit, defensiv ist nicht so mein Ding. Freier Ritter. Das sieht doch schon mehr nach meinem Spielstil aus, würde ich jetzt mal sagen. Zweihandwaffe hört sich auch gut an. Schauen wir mal weiter, was es noch so gibt. Magner. Gefürchteter Kämpfer, der vor allem den Nahkampf sucht. Also das ist ein Kampf mit zwei Waffen dann quasi. Okay, die drei Optionen gibt's. Ich würde mal sagen, ich glaube, ich entscheide mich für den freien Ritter. Ja, Zweihänder finde ich eigentlich ganz cool. Machen wir mal freier Ritter. Oh, jetzt dürfen wir Punkte verteilen. Finde ich immer gut in Rollenspielen. Stärke erhöht den verursachten Schaden, die Intensität eurer kritischen Treffer und die physische Widerstandsfähigkeit gegen Treffer. Ihr leidet beim Treffer weniger Schaden. Also Stärke, würde ich mal sagen, schon mal einen Punkt drauf. Gewandtheit erhöht die Geschwindigkeit und Genauigkeit eurer Angriffe und macht es euren Gegnern schwerer, euch zu treffen. Abwehren erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass euer erlittener Schaden um zwei Drittel geringer ausfällt und dass ihr dem Angriff gänzlich ausweichen könnt. Mal gucken. Glück erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ihr zusätzlich Beute findet, sowie die Wahrscheinlichkeit eines kritischen Treffers. Brauchen wir Glück? Bin kein Fan von Glück in Rollenspielen. Ausdauer erhöht die Lebenskraft, verbessert die Lebensregeneration während eines Kampfes und beeinflusst den Energiebedarf eurer Fähigkeiten. Also Ausdauer auf jeden Fall mal hoch. Intelligenz erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Preisnachlasses auszuhandeln. Oh mein Gott. Die Energieregeneration eines Kampfes und die Anzahl von Kampfpunkten, die ihr mit jeder Stufe für Waffen und Ausrüstung erhaltet. Kampfpunkte. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was mir die Kampfpunkte bringen, ne? Setzen wir mal was drauf. Ich weiß jetzt nicht, wie wichtig die Kampfpunkte sind, deswegen. Pfeifen wir mal ein bisschen auf Glück, hauen noch was über Stärke drauf. Mach mal Gewandtheit noch was, ich bin mir jetzt nicht so sicher.
Würde ich doch mal sagen, was machen wir denn da? Das ist jetzt wirklich schwer. Gewandtheit oder Stärke. Tut mir leid, Jungs und Mädels, dass ich so lange brauche, aber irgendwie kann ich mich hier nicht entscheiden. Machen wir nochmal bei Stärke drauf und weiter. Fertigkeitspunkte übrig, 3. Kann ich hier unten schon was auswählen? Logischerweise nicht. Schauen wir uns gleich mal die letzten Fähigkeiten an. Gemetzel, Flächenschaden. Ihr holt seinem schwungvollen Schlag aus und trefft alle Gegner im Radius von 3 Meter. Hört sich gut an. Tod von oben. Also erstmal müssen wir logischerweise Vernichtung auswählen. Schauen wir mal. Krollen aus der Tiefe. Er bringt die Erde zum Beben, wodurch alle Gegner in der Nähe betäubt werden. Beim Ausführen dieser Fertigkeit verharrt ihr auf der Stelle. Durchstechen. Was haben wir denn hier drüben noch so? Irgendwie schwer. Ich würde fast sagen, man geht erstmal auf den linken Pfad. Blutdurst und weiter. Kampfpunkte 36. Eieiei, so viele Punkte dürfen wir jetzt verteilen. Ach nee, 10 Kampfpunkte insgesamt haben wir 36. Was gibt's denn hier alles? Erinnert mich ein bisschen an Baldur's Gates hier, das Ganze. Baldur's Gates, sag ich schon. Baldur's Gate natürlich, eines meiner absoluten Lieblingsrollenspiele. Ich würde mal sagen, wir rennen schon mit schwerer Rüstung rum. Schön mal die schwere Rüstung nach oben hauen. Dann schauen wir nochmal bei Schwertern. Waffen für diese Kategorie einhändige und zweihändige Schwerter. Das hört sich doch gut an. Wir werden hier mal richtig schön spezialisiert, so. Und dann noch mal ein bisschen was auf schwere Rüstung. Beziehungsweise wieder eins runter bei schwere Rüstung. Und hier wieder mit drauf. Und weiter. Wow, das dauert hier richtig lang. Also der erste Teil des Let's Plays ist wirklich einfach mal ewigen Charakter erstellen. Aber ihr könnt mir glauben, wenn ihr nicht dabei wärt, ich würde noch viel länger dafür brauchen. Stärken und Schwächen, davon habe ich auch schon gehört. Das muss ich ungefähr die Balance geben. Mal schauen, was es hier gibt. Ach, Gruppenmitglieder drauf gepfiffen. Blutdurst können wir nochmal machen. Dazu haben wir noch eine Blutphobie jetzt, oder wie? Nein, Blutphobie kann ich jetzt nicht mehr nehmen. So, jetzt 10 Kampfpunkte weniger, Abwehr minus 6%. Was gibt's denn hier drüben noch? Schwerer Zweihandwaffen, das hauen wir doch mal drauf. Sicher eventuell noch. Ah, jetzt konnte ich nichts mehr erwähnen. Was gibt es denn noch so? Also entschuldigt erstmal, dass ich nicht so viel rede. Ich bin gerade echt am Rätseln, was ich hier nehme.
Also ich glaube, die Fähigkeiten behalte ich. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier als Negativ-Boni in Kauf nehmen. Schlechter Anführer. -7% Schaden von unseren Gruppenmitgliedern und allen Verbündeten. Hört sich richtig krass an. Machen wir aber eventuell. Was gibt's denn noch so? Allergiker, das können wir auch noch machen. Ja, dann machen wir doch mal Allergiker und schlechter Anführer, was soll's? Und weiter geht's. Die Charaktererstellung ist abgeschlossen. Verbleibende Punkte können auch später noch auf der Charakterseite verteilt werden. Ja, dann machen wir mal weiter. Beziehungsweise legen endlich mal los. Ihr könnt übrigens mal in die Kommentare schreiben, wer von euch Game of Thrones schaut. Oder wer schon kennt, oder wer es noch nicht kennt. Was ihr generell davon haltet. Schreibt es einfach mal unten in die Comments rein. Würde mich wirklich freuen. Die Schwarze Festung. Es hat sich seit unserem ersten Tag nichts geändert. 15 Jahre. Erinnerst du dich, Mors? Wir waren damals so stark. Weißt du, ich habe wirklich mal an die Mission der Nachtwache geglaubt. Du hast dich verändert. Ich hätte nie gedacht, dass du uns verraten würdest. Tja, du hast dir schon immer die falschen Freunde ausgesucht. Kaum warst du hier, hast du schon die Schädel von 3 Brüdern eingeschlagen. Ich war nicht der Einzige, wenn ich mich richtig erinnere. So bin ich. Ich denke nicht über die Folgen nach, wenn ich austeile. Schaut mal, Jungs. Mors hat endlich diesen Wurm Gorol zurückgebracht. Einige haben gegen dich gewettet. Aber ich wusste, du schaffst es. Muss eine ganz schöne Jagd gewesen sein. Gorol weiß, wie man seine Spuren verwischt und wie man ein Schwert benutzt. Ich kenne dich seit 15 Jahren. Aber ich hatte einen kleinen Funken Hoffnung, dir und deinem Köter zu entkommen. Aber lieber so, als von einem kleinen Scheißer wie dem hier gefasst zu werden. Halte deine Zunge im Zaum! Das ist nicht, was deine Mutter letzte Nacht gesagt hat. Ich werde dir Respekt beibringen! Genug! Fass ihn nicht an! Mit einer Klinge in seiner Hand hättest du nicht die geringste Chance gegen ihn. Sag mir, wo ist Mormont? Der Lord-Kommandant steht auf dem Platz mit den neuen Rekruten. Sie haben gerade ihren Eid abgelegt. Ah, also sind Sie jetzt eingeschworene Brüder der Nachtwache. Narren. Jetzt kannst du gleich ein Exempel statuieren. Nicht wahr, Mons? Beziehungsweise, ich glaube, das sind schon unsere beiden Hauptcharaktere. Oder liege ich falsch? Ich weiß es nicht. So gut habe ich mich über das Spiel auch nicht informiert. Wollte mir ja nicht alles vorwegnehmen. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass wir direkt an der Mauer loslegen. Die campen wir in- und auswendig durch die Serie. Mors, du hast diesen Verräter zurückgebracht. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Ich habe getan, was ich tun musste, Lord Kommandant. Deine Bescheidenheit ehrt dich. Rekruten, hört mir zu. Mors hier ist unser bester Fährtenleser. Da ihr nun eingeschworene Brüder der Nachtwache seid, wird er euch zu Grenzern machen. Er ist gerade von einer sehr heiklen Mission zurückgekehrt. Er hat Gorold aufgespürt, der den Weg eines Feiglings genommen hat und desertiert ist. Im Namen der Nachtwache danken wir dir, Mors. Ich weiß, wie schwer es für dich gewesen sein muss, Jagd auf einen Freund zu machen. Was nehmen wir denn? Ich sage mal, schlimmer als alles, was man sich vorstellen kann. Das muss man selbst erlebt haben. Sag mir, Mors, sehe ich da etwa eine Träne? Natürlich nicht. Der Schlechter bleibt sich immer treu. Moment, ich sehe hier nur 4. Was ist mit dem 5. Jungen passiert? Habt ihr noch einen verloren? Er hat recht. Was ist geschehen? Jemand hat ihn letzte Nacht angegriffen. Meister Aemon kümmert sich im Moment um ihn.
Einer unserer Brüder hat seinen Eid auf schäbigste Weise gebrochen. Der Verräter hat den armen Jungen dann zusammengeschlagen und ihn im Schnee mehr tot als lebendig zurückgelassen. Verdammt! Ich schwöre, ich werde dem Schwein bei lebendigem Leib die Haut abziehen. Leider wissen wir nicht, ob der Junge seinen Angreifer wiedererkennen wird. Oder ob er überhaupt überlebt. Zu schade. Der Bengel war gewiss ein hübscher Junge. Zart wie eine Jungfrau. Schade, dass er mir nie über den Weg gelaufen ist. Der alte Hund ändert sich nie. Du wirst deinem Ruf gerecht, Gorold, nicht wahr? Du kennst mich. Ich versuche immer für einen Lacher gut zu sein. Schweig, Verräter! Jedes Mal, wenn ich über einen Deserteur urteile, befällt mich ein bitteres Gefühl des Scheiterns. Als Lordkommandant der Nachtwache ist es meine Pflicht, aus euch wahre Brüder zu machen. Heute Morgen wart ihr noch Fremde. Aber jetzt habt ihr alle geschworen, den Eid zu ehren. Einige kommen zu uns als Ritter, die ihre Pflicht erfüllen. Andere als Verbrecher, gezwungen sich zwischen dem Galgen und der Mauer zu entscheiden. Sobald ihr das Schwarz anlegt, ist eure Vergangenheit Geschichte. Ihr müsst euch von alten Treueschwüren lossagen, eure Familie und Freunde vergessen. Es gibt sie nicht mehr. Keine Frau, keine Kinder, kein Land. Alles, was zählt, ist die Verteidigung der Mauer und des Reiches. Wir sind euer einziges Zuhause. Wir sind eure Pflicht. Wir sind eure neue Familie. Die einzige, die jetzt zählt. Vor mehr als 8000 Jahren, während der langen Nacht, war die Menschheit beinahe verloren. Unsere Vorfahren erbauten dann die Mauer, die ihr hinter uns seht. Dieses massive Bollwerk aus Eis ist 700 Fuß hoch und teilt den Kontinent in zwei Hälften. Es schützt das Reich der sieben Königslande vor den Gefahren jenseits der Mauer. Die Mauer zu verteidigen ist unser Zweck, unsere Pflicht. Die Nachtwache erfüllt diese Aufgabe zuverlässig seit Jahrhunderten. Generation auf Generation. Wildlinge, Kälte, Wind und Ehrlosigkeit. Dies sind eure Feinde, selbst mitten im Sommer, so wie jetzt. Wir haben alle unseren Eid vor den Göttern geleistet, welche Götter dies auch sein mögen. Falls ihr Verrat an euren Brüdern übt, falls ihr diesen heiligen Eid brecht, in allen sieben Königslanden von Westeros würde euch nur eine Strafe erwarten. Der Tod. Genug des Geredes, sage ich jetzt auch nochmal. Verkünde das Urteil und bringen wir es hinter uns. Abgesehen davon sehr cool, dass hier Originalstimmen am Start sind, dass Mormont beispielsweise die richtige deutsche Stimme hat. Gorold war für beinahe 15 Jahre ein Bruder der Nachtwache. Aber das hat keine Bedeutung. Er wird wegen Desertierens hingerichtet. Über unsere Aufgabe hinaus existieren wir nicht. Deine letzten Worte, Deserteur? Nach all den Jahren hier habe ich vergessen, was Wärme ist. Die Kälte hat mir die Erinnerung daran geraubt. Lacht ruhig beim Anblick eines elenden Deserteurs. Aber eines Tages werdet ihr vielleicht das Gleiche tun. Ihr werdet es nicht länger ertragen und alles tun, um wieder zu leben. Wenigstens habe ich es versucht. Los, Mors. Vielleicht doch kein Hauptcharakter, der Kerl. Lebe wohl, alter Bruder. Lebe wohl, mein Freund. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Das geht auch schon mal gut los. Ähnlich wie in der Serie beginnt auch das Spiel mit einer Köpfung. Ihr werdet im Schatten der Mauer leben und sterben. Es gibt keinen anderen Weg. Willkommen bei der Nachtwache. Jaha. Mors, nimm Ronet, Poddy, Keltiger und Patrick und stell eine Patrouille zusammen.
Sorge dafür, dass sie ein bisschen weniger nach Sommer riechen, bevor der Winter kommt. In Ordnung, hört zu. Da ich euch beibringen muss, an der Mauer zu überleben, möchte ich sehen, was ihr mit einer Klinge in der Hand könnt. Versammeln auf dem Exerzierplatz. So, dann können wir, denke ich mal, gleich das Kampfsystem begutachten. Ich bin schon gespannt. Habe jetzt nicht so viel Gutes drüber gehört. Ich hätte es bevorzugt, dir eine Atempause zu gönnen. Dieser Charakter sieht doch auf jeden Fall schon mal ziemlich cool aus. Da brauchen wir auch keine neue Rüstung oder dergleichen. Das sieht doch schon richtig fett aus, würde ich sagen. So, laufe ich irgendwie falsch gerade? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Soll zum Exerzierplatz. Tja, also mein Hund ist immer bei mir. Nur die Frage ist, wo war der Exis? Ah ja, da oben ist glaube ich ein Pfeil oder Zeug. Ja. Ich blicke auf der Karte nicht durch. Ah ja. Stand im Prinzip direkt davor. Keltiger, du warst doch so aufgeregt wie eine Jungfrau, deinem Helden bei der Enthauptung des armen Gorold zuzusehen, nicht wahr? Hüte deine Zunge, Bauer. Abschaum von niederer Geburt wie du ergeht es häufig ähnlich. Hört ihn euch nur an. Hat noch immer die Milchzähne, aber will brüllen wie ein Löwe. Wer weiß, du kleiner Scheißer. Vielleicht bin ich es sogar gewesen, der dich in den Bauch deiner Mutter gedrückt hat. Noch ein Wort und es geht für dich zurück auf den Misthaufen, auf dem du geboren wurdest. Der Geruch des Sommers, den zeige ich, wo es lang geht. Hört auf damit! Ritter oder Dieb, ihr seid nun alle Brüder und gleich vor den Göttern. Ihr werdet nur kämpfen, wenn ich den Befehl dazu erteile. Verzeiht mir. Mein Eid sollte stärker als meine Herkunft sein. In der Tat, Kleiner. Hier bist du offiziell der Bruder von Schweinen und Vergewaltigern. Da ich euch ausbilden muss, werde ich euch zeigen, weshalb ihr zusammenhalten müsst. Greift mich an. Einer nach dem anderen. Und auf geht's. Jedes Gruppenmitglied verfügt über eine eigene Kampfanzeige. Im Moment könnt ihr nur Mor steuern. Ja, nee, ist klar. Drückt A, um der Aktionsleiste eures Charakters einen Angriffsbefehl hinzuzufügen. Ihr könnt bis zu 3 Angriffsbefehle geben, die der Charakter dann in der Reihenfolge ausführen wird, wie sie der Aktionsleiste hinzugefügt wurden. Drückt B, um zuletzt erteilten Angriffsbefehl abzubrechen. Okay. So, jetzt aktivieren wir mal die Pause. Aha, wenn der Kampf pausiert ist, wählt mit LS eine Fähigkeit aus und bestätigt eure Auswahl mit A. Erinnert mich ein bisschen an Dragon Age Origins. Abhängig von der ausgewählten Fertigkeit nähert sich der Charakter automatisch seinem Ziel. Okay. Fähigkeit hinzufügen, was nehmen wir denn da? Durchstechen, Vernichtung, Flächenschaden. Machen wir mal das hier oben. Und dann das. Und was gibt's noch? Das ist kein Normalangriff. So, jetzt wieder RB drücken vielleicht, ja. Dann schauen wir mal, was passiert. Mal wieder durchstechen. Mir schwand jetzt schon, dass das Kampfsystem tatsächlich nicht das Beste sein wird. Inkompatible Waffen. Habe ich meine Waffen gewechselt oder was? Tatsache, ich kämpfe ja gerade ohne Schwert. Was soll denn das? Habe ich denn da getrieben? Schauen wir doch mal, dass wir das Inventar hier aufrufen. Kann ich gewechselt werden, wenn das Kampf ist? Ja, ich trage es doch, aber ich habe doch irgendwie Ausrüstungsmenü Waffen. Neuer Eintrag. Wählt die Waffe, die. Okay.
Also irgendwas mache ich ja falsch, wie ihr sicherlich schon festgestellt habt. Ah ja, wenn ich den linken Stick reindrücke, stecke ich mein Schwert weg, beziehungsweise Hose raus. Was ist das denn für ein Crap? So, dann wählen wir mal wieder hier Vernichtung, dann mal das und mal das. So, und weiter geht's. Also besonders spannend ist das Kampfsystem bisher leider nicht, muss man wirklich sagen. Patrick, Poddy, greift an! Zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Okay, mit dem Streukreuz kann ich durch Ziele schalten. Dann wählen wir doch mal den aus. Also wirklich was abziehen tun die mir hier nicht wirklich. Ich brauche meiner Meinung nach auch ein bisschen zu lang hier, um die zu plätten. Nervt mich ein bisschen. So, jetzt komm. Noch ein Schlag. Komm, einer noch. So. Noch einer zu besiegen. Und jetzt? Hört auf! Moss, wir müssen uns unterhalten. Ich kehre gerade von der Krankenstube mit sehr traurigen Nachrichten zurück. Meister Aemon konnte nichts mehr für den Jungen tun. Er ist seinen Verletzungen erlegen. Sie waren einfach zu schwer. Es ist unsere Pflicht, ihn zu rächen. Ich werde das Schwein dafür zahlen lassen. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Bevor der Junge starb, hatte er noch genug Kraft, uns den Namen seines Peinigers zu nennen. Es ist einer von uns, Kregan. Kregan? Zuerst desertiert Gorold und nun bricht einer unserer besten Veteranen seinen Eid? Du weißt, was ich von dir erwarte, Mors. Kregan führt die westliche Patrouille an. Sie haben die Schwarze Festung heute Morgen verlassen. Ich werde sofort aufbrechen. Soll ich die neuen Brüder mitnehmen, um Kregan aufzuspüren? Sie riechen vielleicht noch nach Sommer, aber sie müssen lernen, wie die Mauer patrouilliert wird. Du musst allerdings ohne Patrick aufbrechen. Die Baumeister brauchen ihn. In Ordnung, Sior. Kregan. Er ist gewiss ein kräftiger Kerl. Ich weiß, dass er beinahe ein so guter Kämpfer ist wie du. Setze deine neuen Brüder keinen allzu großen Gefahren aus. Wir haben zu wenig Männer, um sie zu verschwenden. Wenn du dich beeilst, solltest du ihn in den Ruinen der Festung von Eismark einholen können. Verstanden. Eine letzte Sache. Ein Rabe hat Neuigkeiten gebracht, die dich betreffen. Ein Ritter im Dienste der Hand des Königs ist zur Schwarzen Festung unterwegs. Er kommt, um mit dir zu sprechen. Warum hat John Arryn einen seiner Männer geschickt? Die Hand des Königs? Ich frage mich, was er von mir will. Eigentlich hatte ich gehofft, dass du mir etwas darüber sagen könntest. Mein Leben gehört der Nachtwache, Jira. Ich habe das Spiel um Throne schon lange hinter mir gelassen. So sei es. Mögen die alten Götter mit dir sein. Hört her, ihr Krähen. Wir treffen uns am Westtor und brechen innerhalb einer Stunde auf. Ein Erfolg, Lehrgeld in dieser Nacht und in allen Nächten, die da kommen werden. Spürt Kregan auf. 1 Million Tagebucheinträge später. Also, das war's dann mit der ersten Folge. Mussten ziemlich viel zuhören. Kampfsystem bis jetzt ziemlich durchwachsen, aber die Story scheint was zu bieten. Dann schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Und ich laufe, glaube ich, schon wieder in die falsche Richtung. Und an dieser Stelle stoppen wir jetzt erstmal. Bis zu Teil 2.